Aufregung um Mäus und Ex-Frau Anös, eskalierender Streit, Affärenvorwürfe, Flucht vor Polizei und Aufnahmen von angeblichen Studiodurchsuchungen sorgen für Schlagzeilen. In den letzten Tagen hat sich der Streit zwischen Mäus, seiner Ex-Frau Anös, alias Anis oder Anisa und San Diego dramatisch zugespitzt. Die Polizei hat offiziell Ermittlungen gegen Mäus eingeleitet und prüft alle rechtlichen Maßnahmen, so ein Bericht von NEXTGTV. Mäus selbst spricht von einem möglichen Haftbefehl und 6 Jahren Haft. Zudem plant er unterzutauchen. Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, droht Mäus eine Gefängnisstrafe? In einem Berliner Studio soll die Polizei bereits nach ihm gesucht haben. Der Konflikt entstand, als Mäus seine Ex-Frau Anös beschuldigte, eine Affäre mit San Diego begonnen zu haben. Diese Anschuldigungen führten zu einer Eskalation der Lage, Mäus soll Anös geschlagen und sowohl sie als auch San Diego für einen Spendenskandal verantwortlich gemacht haben. Anös wies die Vorwürfe zurück und stellte klar, dass sie keine Beziehung mit San Diego habe und auch nicht von ihm schwanger sei.